Hallo, herzlich willkommen zum Orange Hotel Special aus Hamburg. Hey! Zu meiner Rechten Rembert Stieve, Festivalmoderator und Veranstalter des Orange Blossom Special Festivals. Zu meiner Linken Simon Baranowski, Moderator des Orange Blossom Special Festivals. Normalerweise würden wir jetzt in Beverungen sein, in unserem schnuckeligen Garten. Sind aber Corona-bedingt eben nicht da, sondern dankenswerterweise hier zu dieser Streaming-Show. Jawohl, wir haben ein Kessel Buntes vorbereitet. Wir werden uns dazu nachher noch auf der Bühne äußern. Stellt euch vor, eine Mischung aus der RTL-Spendengala, Inas Nacht, Rock am Ring im Westentaschenformat. Was haben wir noch? Weiß ich nicht, der blaue Bock. Einer der wird blaue gewinnen. Bock vielleicht. Kennt das noch jemand hier? Also es wird vier fantastische Live-Acts geben mit knackig kurzen Sets. Es wird Interviews geben mit den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern. Und wenn wir dazu kommen, wird es auch noch verschiedene Einspieler aus der Geschichte des Ops geben. Genau, und das Bühnenprogramm startet ungefähr um 19 Uhr. Bis dahin wollen wir natürlich nicht die ganze Zeit hier drumherum quatschen. Können wir auch gar nicht. Wir sind nämlich gar nicht gelernte Moderatoren. Das merkt man gar nicht, oder? Sondern wollen euch natürlich, vor allen Dingen die, die das Orange Blossom Special Festival, kurz OBS genannt, nicht kennen, mal ein bisschen zeigen, was wir eigentlich sind. Und haben da einen kleinen Einspieler vorbereitet, der so ein bisschen Revue passieren lässt, was so in den letzten Jahren alles bei uns im Garten passiert ist. Mats ab! Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch, genauso wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als erstes trauen, Vertrautes mit der Faust schauen? Bis dann. Was wir niemals haben
Even if I sleep all day, I can make them go away. Even if I close my eyes, everybody's still there. Should I care? Should I care? Should I care? Yeah.
Dankeschön. Weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Einmal mit Profis arbeiten. Bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen. Und du hörst immer nur diesen einen Moment. Ja, das war ein sehr stimmungsvoller Auftakt. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Hand-Auge-Koordination und das noch über 4 Augen und 4 Hände, ganz schwierig. In der ganz Probe schwierig. Lief es so gut. Nee, das stimmt nicht. Also nochmal herzliches Willkommen draußen auch an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen aus Absurdistan. Das sind ja alles ganz besondere Jahre, ganz besondere Situationen. Normalerweise würden wir an diesem Wochenende den 3. Verlegungstermin des OBS in Beverungen in Ostwestfalen begehen. Ist auch wieder nichts geworden. Wie ist es jetzt zu dieser Veranstaltung gekommen? Danny und Rainer vom Grand Hotel hatten da diese Idee und die meldeten sich und sagten, ja, ist ja irgendwie scheiße, ob es ausfällt. Und dann in Nordrhein-Westfalen können wir das ja auch nicht machen. Und dann haben wir über eine Einzelveranstaltung nachgelegt. Das ging alles nicht. Dann haben wir sie gedacht, dann kommt ihr doch einfach zu uns. Und da haben wir gesagt, yo, das machen wir auch. Das fand ich also wirklich eine Hammer-Idee. Vor allen Dingen, die sind ja auch so süß. Also für mich als Ostwestfale, ich höre das so gerne, wenn die sagen, ey Digga, lass uns das aber bei uns machen. So, das ist nett. Wir verstehen uns ja seit Jahren schon sehr gut. Ihr habt ja auch in den Einspielern schon gesehen, wir hatten ja schon sehr, sehr viele Grand Hotel Bands beim OBS zu Gast. Und jetzt ist das OBS in Hamburg zu Gast. Wir sagen nicht, wo in Hamburg, denn sonst wird auf einmal das Gelände hier gestürmt. Diejenigen, die hier sitzen, sitzen hier aus besonderen Gründen. Also diejenigen, die jetzt den Stream zu Hause schauen, sind wahrscheinlich total enttäuscht. Wie, da ist ja Live-Publikum. Ich hätte doch auch eine Karte gekauft. Nein, es gab keine Karten zu kaufen. Das sind alles handverlesene Gäste. Das soll die nicht zurücksetzen, die jetzt zu Hause den Stream gucken. Aber das ist zum Beispiel die OBS-Crew, die eingeladen wurde. Herzlich willkommen! Hallo Kollegen! Und weil das hier alles mit sehr heißer Nadel gestrickt worden ist, also wir hatten sehr wenig Vorbereitungszeit, gab es auf einmal in Hamburg kein Thekenpersonal. Und dann haben wir die Gäste, die wir eingeladen haben, einfach gefragt, ob sie nicht vielleicht auch helfen würden. Und die haben natürlich alle Ja gesagt. Also finde ich total klasse. Dann sind eingeladen worden natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma, auf deren Hof wir uns hier befinden. Ich sage aber nicht, welche Firma das ist, weil sonst wird das Gelände gestürmt. Das wollen wir ja alle nicht. Dann ist der Club van Cleef eingeladen worden. Und was ich total super finde, ist, dass ganz viele von euch auch irgendwie OBS-T-Shirts tragen. Das heißt, ja, es gibt doch offensichtlich eine sehr, sehr große Schnittmenge. Wir gucken in bekannte Gesichter, wenn man das so sagen darf. Also die auch dann tatsächlich in Beverungen im Weserbergland, wo wir sonst sind, auch eben zu Besuch sind. Also vielen Dank. So, und an euch Zuschauer da draußen und Zuschauerinnen, es gibt eine Spendenmöglichkeit. Wir hatten ursprünglich gesagt, dass hier alle Beteiligten davon profitieren sollten, wenn gespendet wird. Aber wenn man es genau nimmt, ist das Quatsch, weil wir haben alle ein Dach über dem Kopf. So schlecht geht es uns dann auch wieder nicht, wenn man das mit 99% der Weltbevölkerung vergleicht. Deswegen ist ein Spendenzweck ausgewählt worden, der im Augenblick sehr, sehr dringlich ist. Das ist die Luftbrücke Kabul. Wird mehrfach eingeblendet werden, wohin man da spenden kann. Also bitte seid so gut und macht reichlich davon Gebrauch, weil ihr müsst nichts dafür zahlen, dass ihr den Stream schaut. Vielleicht tut ihr in dem Zusammenhang etwas Gutes für Leute, die jetzt wirklich dringend, dringend Hilfe brauchen. Vielen Dank schon mal dafür.
So, hast du noch ein paar Punkte? Ja, das ist bei uns zu Hause immer so, wir labern uns da immer um den Verstand, dabei geht es ja eigentlich um was ganz anderes, nämlich um die Musik. Wegen der sind wir ja da. Ja, jetzt folgt ein Künstler, von dem ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum der nicht schon beim Ops aufgetreten ist und dich schon mehrfach. Also weiß ich wirklich nicht. Der jetzt passt. Ist er natürlich seit 2 Jahren im Line-Up und das Ops wird immer wieder verschoben. Jetzt ist er aber heute hier. Normalerweise sind übrigens diese 4 auftretenden Acts wären genau heute beim OBS in Ostwestfalen aufgetreten. Das hat also alles sehr, sehr gut gepasst. Viel Spaß mit. Nein? Ja. Noch nicht? Noch nicht? Keine Ahnung, du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. So ist das aber auch beim Festival so. Meistens stehe ich eigentlich nur hier rum. Aber gut. Aber du siehst gut dabei aus. Ja, finde ich auch allerdings heute. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich den nachfolgenden Künstler schon, glaube ich, bei seiner ersten Soloplatte habe ich ihn liebend gerne auf diverse Mixtapes gepackt und da passt er wie die Faust aufs Auge, weil er Songs hat, die sehr gut Stimmung projizieren können und ein sehr heimliches und wiederfindbares Gefühl vermitteln. Viel Vergnügen mit Matze Rossi und Band. Hallo, hey, schön, dass wir hier zusammenkommen. Unser erstes Stück heißt Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts von deinen unerfüllten Träumen. Nicht, dass du das Gefühl, das uns verbindet, verloren hast. Erzähl mir nicht, dass du nicht singen oder tanzen willst. Erzähl mir nicht, du wärst so müde. Oder dass du in allem einfach keinen Sinn mehr siehst. Weil wir beide sind doch viel zu weit gegangen, um hier umzudrehen oder aufzugeben. Und ich seh dich, also nichts mehr hören davon. Okay, du siehst nicht mehr so gut aus. Der Bauch wird dicker und die Haare immer dünner. Die ganze Tinte unter deiner Haut beginnt langsam zu verschwimmen. Und nur du alleine weißt, was diese Zeile heißt. Schon seit 30 Jahren singst du deine Geschichte. Es werden mehr und mehr und mehr. Und auch wenn du mir das jetzt nicht glauben willst, ich find uns besser. Ich find uns besser, als wir damals waren. Weil wir beide sind doch viel zu weit. Oder aufzugeben. Und ich seh dich, also reiß dich zusammen. Jetzt will ich nichts mehr hören davon. Ja klar, jede Träne ist ein Traum, der in Erfüllung gehen will. Erspar dir jedes Selbst. Glaube lieber deine Würde zusammen. Lass den Horizont dein Zuhause sein.
bist hier nicht gefangen. Lass den Horizont dein Zuhause sein. Bist hier nicht gefangen. Lass den Horizont dein Zuhause sein. Bist hier nicht gefangen. Komm schon, erinnert dich daran, weil wir beide sind doch viel zu weit gegangen, hier umzudrehen oder aufzugeben. Nichts mehr hören davon. Erzähl mir nichts von deinen unerfüllten Träumen. Hey, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, eigentlich wären wir, wie wir gerade gehört haben, jetzt alle auf dem OBS-Festival und wirklich, ich habe mich schon so, seit 2 Jahren freue ich mich darauf, da zu spielen, weil ich bin so ein richtiges Landei geworden. Ich bin von der Stadt aufs Land gezogen und ich liebe da die Natur. Und ich glaube, da bei dem OBS würde ich mich auch sehr, sehr wohl fühlen, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe. Und das nächste Stück erzählt die Geschichte, wie ich von der Stadt aufs Land gezogen bin und heißt Stadtflucht. Vorbei, das Thema ist durch für mich. Das Leben in der Stadt, nein, das brauch ich so nicht. Die Straßen sind voll und die Gesichter sind leer. Die Motten fliegen ins Licht, die Menschen hinterher. Mehr Schein als Sein, was uns Glück verspricht. Alle werden belogen, aber es stört sie nicht. Und der letzte lebende Mensch mit Herz und Verstand spürt schon seit Jahren fucking hell jede Häuserwand. Zwei Worte, die da stehen und tapfer demonstrieren. Ich hab hier nichts, wirklich nichts mehr zu verlieren. Aus, vorbei, das Thema ist durch für mich. In der Stadt, nein, das brauch ich so nicht. Früher tat hier nichts weh und alles war so schön. Dann kamen die Spekulanten, denn die haben das auch gesehen. Mein Kiez kaputt, was will ich hier noch? Ich verabscheue das Jammern und verlasse dieses Loch. Der letzte lebende Mensch mit Herz und Verstand sprüht schon seit Jahren fucking hell an jede Häuserwand. Sein Worte, die da stehen und tapfer demonstrieren. Ich hab hier nichts, wirklich nichts mehr zu verlieren. Aus, vorbei, das Thema ist durch für mich. Das Leben in der Stadt, nein, das brauch ich so nicht. Ich tausche Lärm, Stress, Beton und Dreck gegen ein Wald, ein See, ein Tal und ein Berg und Kilometer weit sind keine Menschen, keine Mauern, kein Verbot und keine Grenzen. Erzähl mir nicht, was ich vermissen werde oder dass ich da vor Langeweile einsam sterbe. Ich bin hier glücklich und ich weiß, was ich mach. Tapfer sagt der Hase hier dem Fuchs gute Nacht. Und Glück ist immer flüchtig, wenn es festgehalten wird. 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 Woo.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, dankeschön. Das nächste Stück ist ein Lied, das habe ich wirklich so in diesem ersten Lockdown der Pandemie geschrieben, ist auf der neuen Platte drauf, heißt Die Vögel fliegen himmelwärts und ist ein Lied, was sich damit beschäftigt, wie man so aus eigenen Burnout-Gefühlen oder auch so Depressionsgefühlen sich selber rausziehen kann wieder. Oder vielleicht auch einfach, wenn man sich mit der Natur beschäftigt, weil da alles weitergeht und in irgendeiner Form. Die Vögel fliegen himmelwärts. Kein zweiter Teil. Nichts wird jemals unsere Sehnsucht stillen. Ja, viele greifen nach den Sternen, doch wollen sich nicht weit entfernen. Alle wollen Liebe spüren, doch haben Angst, sich zu verlieren. Vögel fliegen himmelwärts. Es bleibt ein bitter, süßer Schmerz. Wofür schlägt dein Herz? Endlos schleifen Hamsterrad, das Irrenhaus ist selbst gebaut. Atemnot, der Herzinfarkt, alles schon so gut vertraut. Und während du um dein Leben bangst, kommt Panik, Wut, Hass und Angst. Wir halten immer fest zusammen, schicken dich durch Höllen. Die Eisig kommt meist hinterher, und wenn dann nicht der Hochmut mehr. Du fällst und fällst und fällst, bis du nicht im Boden stellst. Vögel fliegen himmelwärts. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das nächste Stück. Es ist wirklich ganz schön anstrengend gewesen, rauszusuchen, was wir spielen, weil wir die ganze Zeit auf der Tour, die wir gerade machen, immer 2 Stunden spielen. Und jetzt da so die Lieder so rauszusuchen, war eine lange Diskussion. Aber ich glaube, wir haben, also ich finde wirklich, wir haben sehr, sehr gute Lieder rausgesucht, die so zeigen, was wir alle so machen. Und das nächste Stück ist mein Manifest of Death, in dem ich erkläre oder so ein bisschen so eine Anleitung mache, was ich mir wünsche, was meine Familie, meine Kinder machen und meine Freunde machen sollen, wenn ich sterbe. Und das geht so. Musik.
nicht mal sterben muss, nicht mehr bin. Sollt ihr zusammenkommen, ein paar Tage für mich singen. All die Menschen, die ich je getroffen hab, was für eine Vorstellung, gemeinsam an meinem Grab. Mal sterben muss und nicht mehr bin, sollt ihr zusammenkommen, ein paar Tage für mich singen. Ihr werdet wissen lassen, in Tränen und lautem Lachen, mein Leben war gut und ich würde fast nichts anders machen. Ich würde mich wieder in dich verlieben, ich würde mit dir auch unsere vier Kinder großziehen. Ganz sicher würde ich mich hier wieder verirren und am Ende aus meinen Fehlern lernen. Ich würde die Welt bereisen, in der Sehnsucht nach Jagen, das Leben abfeiern, in den Nächten wie zu Tagen und das Unglück betrauern, zärtlich in die Arme nehmen, weil nur die Liebe alles heilen kann, wir uns alle danach sehnen. Nicht mal sterben muss, nicht mehr bin, sollt ihr zusammenkommen, ein paar Tage für mich singen. Hebt die Gläser auf das Leben und das Licht, das in uns brennt und mir löscht. Und ich werde strahlen und reiten auf dem Klang, alles ist ein Wandel, alles nur Übergang. Und ich glaub an alle, meine Freunde, an meine Familie, an unsere Träume, an jede noch so dumme, unreife Entscheidung, an den Klang dieser Welt und eine Bestimmung, an die Liebe und das Leben, dass wir alle frei sind, an Karma und den Tod, an Rücken und Gegenwind, an Luft, Wasser, Feuer, Erde und Äther und wie sie in uns toben, hey, wir sehen uns dann später wieder. Genau, alle! Dankeschön. Nicht mal sterben muss und nicht mehr bin, sollt ihr zusammenkommen, ein paar Lieder für mich singen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wir kommen schon zu unserem letzten Lied. So, ihr habt gehört, an alle, die gerade zu Hause streamen, spendet auf jeden Fall für die Luftbrücke Kabul, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Normalerweise, wenn ich noch Zeit hätte, würde ich noch total viel quatschen, aber wir sind ja auch wegen der Musik hier und ich glaube, alle, die da hier gucken, die wissen eh, wie wichtig ist es, dass wir Menschen Solidarität allen gegenüber zeigen und helfen, wo wir helfen können. Das nächste Lied und das unser letztes Lied heißt Ich hoffe, dass du findest, was du suchst. Und wer uns noch nicht gekannt hat und noch nicht kennt, der, ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie bei Spotify oder irgendwo vorbeiguckt und mal reinhört oder irgendwas macht. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Danke. Du hängst in der Luft, es wäre an sich gesehen ja schön, da sind keine Flügel oder Wolken, die dich tragen können. An das Fallen gewöhnt man sich schnell, doch nicht an die Gewissheit des Aufschlags. Alles zieht an dir vorbei und nichts bleibt, wie es war.
das Gefühl zu vermissen, ohne zu wissen, was genau dir fehlt. Und du hast dich nach draußen gewühlt und durch dich durchgequält. Ich kenne das nur zu gut. Du kannst anstellen, was du willst. Es scheint einfach nicht zu geben, was deine Sehnsucht stellt. Ich hoffe, dass du findest, was du brauchst. Ich hoffe, dass du findest, was du suchst. Applaus für die Band! Der Uwe spielt mit einer Hand Schlagzeug. Und der Martin mit zwei Klavier. Dankeschön! Du schreibst, da sind Städte, die dich ummahnen. Heißt es, du fühlst dich geborgen oder nur gefangen? Denk an Letzteres, wenn du weiter schreibst. Du meinst, da zu ersticken. Und bei den Zombies da draußen. Und den Druck und den Uhren, die immer schneller ticken. Wo du auch bist, was auch immer du jetzt tust. Ich hoffe, dass du findest, was du brauchst. Ich hoffe, dass du findest, was du suchst. Erinnerst du dich noch, als ich so betrunken war und ich stolzern versuchte zu erklären, warum du Gold für mich bist und alles, was du anfasst, Gold wird. Du wirst wissen, was du brauchst. Ja, du wirst wissen, was du brauchst. Und du wirst finden, was du suchst. Ja, du wirst finden, was du suchst. Wo du auch bist. Und was immer du auch tust. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön. 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 Matze, Rossi und Ben, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und hoffentlich sehen wir euch tatsächlich dann beim nächsten Orange Blossom Festival, wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr stattfinden kann. Live und in Farbe unter dem Kirschbaum. So, um die Zeit jetzt zu überbrücken für den Bühnenumbau für die nächste Band, wollen wir euch natürlich so ein bisschen unterhalten und haben uns überlegt, es gibt nichts Einfaches, als mit den Künstlern, die heute Abend auftreten, ein bisschen zu schnacken. Ja. Ja, und das wollen wir machen. Herzlich willkommen, Shitney Beers. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Schön, dass du bei uns bist. Ich hoffe, du freust dich schon auf deinen Auftritt nachher. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin richtig aufgeregt. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber gucken wir mal, wie es läuft. Das merkt man dir nicht an, Simon. Nee, ich wackel immer so ein bisschen. Ich glaube, das machen professionelle Moderatoren nicht. Die stehen hier nicht so wie so ein Hampelmann. Shitney, bitte. Du hast vor kurzem dein Debütalbum veröffentlicht. Ja. Welcome to Miami. Richtig. Dazu heißt du Shitney Beers. Richtig. Als meine Freundin deinen Namen zum ersten Mal gehört hat, hat sie gesagt, ist das eine Punkband? du machst aber alles andere als Punkmusik, in dem Sinne, wie wir sie alle kennen. Drei Akkorde, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Richtig. Das ist alles ein bisschen bei dir runtergefahren, sag ich mal. Ein bisschen ernst, ein bisschen tiefgründig. Du hast Themen in deinen Songs, Diversität, Gleichberechtigung.
Wie passt das zusammen, dieser trashige Look auch deines Albums? Das Cover sieht so ein bisschen trashig aus, sag ich mal. Dein Name ist ein Wortspiel. Wie passt das mit der Musik zusammen? Was hast du dir dabei gedacht? Nix. Aber nee, for real, ich hab mir echt nichts dabei gedacht. Tatsächlich, der Name Shitney Beard, also ich bin ja eigentlich Punk. Also ich bin ja durch und durch für immer Punk. Woo! Ich habe aber nicht die Stimme dafür, tatsächlich. Und auch nicht das Durchhaltevermögen. Ich rauche viel zu viel und kann das auf gar keinen Fall durchhalten. Ich wäre gern eher so wie Kathleen Hanna von Bikini Kill. Und das war auch eher so, der Name war eher so eine Schnapsidee, während ich halt besoffen war irgendwie und fand ihn halt super lustig, das war es halt auch. Und auch der Name des Albums, auch mega Schnapsidee irgendwie mal, weil wir einfach keinen Namen gefunden haben und so. Das passt auch überhaupt alles gar nicht zusammen und ich glaube auch die besten zwei Wörter, die mich beschreiben, sind A, trashy und B, random. Du sprichst gerade von wir. Wer steckt hinter Shitney Beers noch, außer du selber? Hinter Shitney Beers, oder beziehungsweise hinter Shitney Beers steckt eigentlich nur ich. Vielen Dank. Aber hinter dem Album stecken Leute von Grand Hotel, Leute von Zeitstrafe, andere Leute, so von Fleet Union, aber halt auch so mein Produzent, genau. Was das für dich dann irgendwie wie eine Band wirken lässt. Auf jeden Fall, das sind alles so stille Teilhalber. So. Ja, cool. Shitney, wie gehst du an die Texte deiner Lieder heran? Gibt es da ein zentrales Thema oder zentrale Themen, die die Songtexte leiten? Nee. Also einfach nur irgendwelche Dinge, die mich halt gerade beschäftigen. Das Album ist eigentlich eine Ode an meine letzte Beziehung, aber die ist jetzt auch vorbei. Von daher, aber halt auch so geht es um Gentrifizierung und lauter so Kram. Einfach so Dinge, die mich so im Alltag irgendwie so ein bisschen beschäftigen, nerven, stressen, wie auch immer. Deine Musik klingt oft so ein bisschen schwermütig, finde ich, wenn man sie das erste Mal hört. Wenn man sich darauf einlässt, sieht man auch... Volle Kanne. Gut, dann habe ich das für mich richtig empfunden. Bist du selber eher eine melancholische Persönlichkeit oder geht es dir da um den künstlerischen Ausdruck, den du transportieren möchtest? Ich bin tatsächlich, also beziehungsweise Shitney ist eigentlich eine mega witzige Person. Maxi, die die ganzen Songs schreibt, eigentlich ist eher eine sehr melancholische, sehr traurige Person. Ich bin ein sehr trauriger Mensch und das ist nicht mal ein Witz. Genau, deshalb ist es halt, sind auch die Songs auch so erztraurig. Wirkt das dann, wenn du performst, wirkt das dann so wie so eine Eigentherapie? Also viele Künstler sagen ja auch, dass traurige Songs sie eigentlich glücklich machen, weil sie dadurch eben die Traurigkeit verlieren, so ein Stück. Also ist das bei dir auch so? Das Schreiben hilft mir dabei. Also wenn ich die Songs schreibe, dann lasse ich viel raus und dann werde ich auch viel los. Aber die Person, die halt quasi auf der Bühne performt, ist halt nicht Maxi, sondern halt Shitney, so. Was interessiert dich selbst an deiner Musik am meisten? Nix. Ja, aber du wirst ja irgendeinen Antrieb haben, diese Musik zu machen, das rauszulassen, auf die Leute zu lassen, live zu spielen. Da muss es ja Gründe für geben. Tatsächlich ist es alles ein bisschen komplizierter. Eigentlich will ich das ja gar nicht machen, aber ich bin sehr schlecht mit Worten. Und lass das halt einfach irgendwie raus und es ist halt ganz, ich finde es wunderschön, dass das irgendwie Leuten gefällt und dass sich halt Leute damit sehr identifizieren können und dass sie halt immer sagen, oh Mann, mir geht's gerade genauso, voll krass und so. Und das veranlasst mich dazu, das halt weiterzumachen, weil Leute halt dann sagen, hey, ich fühle das voll und ich weiß genau, was du meinst so und ja, dass ich halt denen vielleicht ein bisschen helfen kann oder so. Keine Ahnung. Meinst du, das ist ein interessanter Punkt, meinst du, dass Lieder die Welt verändern können? Auf jeden Fall. Also absolut jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel Strange Brew. Wie heißt das? Der Song nochmal. Strange Fruit ist es. Es ist eigentlich ein Gedicht von einem jüdischen Amerikaner, der halt sich ausgelassen hat zum Beispiel über die ganze Säkularisierung oder so von quasi schwarzen und weißen Menschen in Amerika. Und Billie Holiday hat daraus eben einen Song gemacht und der hat so viele Leute erreicht und hat auch so viel bewirkt. Irgendwie, also es gibt zahlreiche Beispiele dafür, es ist fantastisch. Also Musik kann auf jeden Fall die Welt verändern, denke ich. Gute Einstellung. Positiv. Super.
Du, ich habe rausgefunden, beziehungsweise steht's mehrfach schon geschrieben, dass du an der Pop-Akademie studierst. Nee, stopp. Nicht studierst, sondern studiert hast. Studiert hast? Richtig. Was kann man da lernen und inwieweit hilft dir das als Künstlerin, was du da aufgenommen hast? Nächste Frage. Ich will mich öffentlich nicht dazu äußern. Ich hatte keine gute Zeit. Fertig aus. Nach 2 Semestern habe ich abgebrochen, weil ich es nicht mehr gepackt habe. Okay, ja, okay, aber das ist aber ehrenhaft. Das ist nicht schlimm. Ich habe 13 Semester studiert und keinen Abschluss. Also ich hab 2 Ausbildungen abgebrochen und ein Studium und ich habe auch keinen Abschluss. Ey, geil, lass uns was zusammen machen. Bitte. Dann bin ich aber raus. Ciao. Du Streber. Ciao. Nee, alles andere als das. Ja. Hallo. Ja, Schiedny, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ey, danke und euch. Wir freuen uns sehr auf deinen Auftritt. Ich mich auch, mega. Super. Vielen Dank an Matze Rossi, auch der gerade vor mir gespielt hat. Schiedny Beers. Apropos Matze Rossi, Moment. Hast du das Mikro? Nein, er hat ein eigenes. Genau. Das wird jetzt desinfiziert, das wollte ich nochmal dazu sagen. Super, wir machen fliegenden Wechsel hier. Herzlich willkommen, Matze Rossi. Hallo Matze. Hallo, hi. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für den Auftritt, auch wenn der ja wirklich arg kurz war. Ja. Ist jetzt heute leider so in dem Format, aber ich hätte mir das noch 2 Stunden anhören können. Das ist wirklich schön. Das holen wir dann nächstes Jahr nach. Das holen wir nächstes Jahr. Wobei, 2 Stunden kannst du beim Ops auch nicht spielen. Aber wir haben schon relativ lange Spielzeit, so 70 Minuten oder so. Ja, auf jeden Fall. Je nachdem, wo du platziert bist. Aber ja, selbst der Act um 11:30 spielt, glaube ich, 60 Minuten. Das ist auch eine Besonderheit, die wir haben. Okay. Matze, war das jetzt ein Angebot, dass ich da... Ja, ich weiß nicht, wie viele Bands um 11.30 Uhr spielen wollen. Nein, du bist schon, also das hängt auch mit deiner Chartsplatzierung zusammen. Genau. 18 Uhr oder wann? Dein aktuelles Album heißt Wofür schlägt dein Herz? Genau. Da fällt mir natürlich beim Titel sofort an, ich glaube, das hast du irgendwie in den sozialen Medien auch mal selber geteilt. Olli Schulz hat was Ähnliches mal gesungen, glaube ich, und dann schlägt dein Herz. Ja. Love A haben das Wofür schlägt dein Herz. Genau. In einem T.S. Ullmann-Song kommt Wofür schlägt dein Herz, glaube ich, vor. Genau. Du hast es jetzt auch genommen. Ja, und ich habe sogar noch was. Ich habe nämlich eine Schlagerband gefunden, die heißt, die hat einen Hit gehabt irgendwie, Wofür schlägt dein Herz. Das hat mir dann erst im Nachhinein ist mir das erst aufgefallen. Also es ist eine Phrase anscheinend, die oft benutzt wird, aber bei mir ist es keine Phrase, sondern das ist real shit und ich habe mir da sehr, sehr viel tiefe Gedanken dazu gemacht, ja. Ist auf jeden Fall ein Titel, der einprägend ist und erstmal so ein Hingucker ist. Okay. Du hast 5 Jahre Pause gemacht, zwischen den beiden letzten Alben ungefähr. Ja, nur albummäßig. Albummäßig ja, Pause ja. gemacht. Gespielt habe ich ganz viel. Ja. Und dein Album ist jetzt auf Platz 18 tatsächlich in den deutschen Charts eingestiegen. Ja. Hey, Platz 18 in den deutschen Charts. Wenn ihr in der Tonträgerbranche wärt, könnte ich euch jetzt auch ungefähr sagen, was das an Verkäufen bedeutet, das ist heutzutage nämlich schlimm. Aber ich meine, Platz 18, das ist wirklich aller Ehren wert. Mhm. Was war das Erfolgsrezept, dass es dann so geworden ist? Ja, hauptsächlich, wenn man sich mit Chartsplatzierung auskennt, geht es ja um Plattenverkäufe. Und da muss ich einfach sagen, dass ich unglaublich tolle Fans und Menschen habe, die meine Musik hören und schon seit 30 Jahren verfolgen, was ich mache. Also mit meiner Punkband Tagtraum und bis jetzt. Und die kaufen die Platten einfach und das ist das größte Geschenk, was ich irgendwie da so Geschenk und auch was ich mir natürlich erarbeitet habe über die 30 Jahre, dass ich Musik mache. Ja. Du triffst beim Publikum ja offensichtlich so einen, ich sag mal, kollektiven Nerv. Als du angefangen hast, Musik zu machen, hattest du da irgendeine Vorstellung davon, wie die musikalische Zukunft aussehen würde oder dass du so viele Leute damit ansprechen können würdest? Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, da wollte ich ja nur Punk sein und aus meiner Stadt rauskommen und ich habe halt auch immer gedacht, dass Mädchen das gut finden, wenn jemand Musik macht. So. Und das fand ich, also war für mich sehr attraktiv. So. Ja. Und aber ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, außer aus der Stadt rauszukommen, mit meinen Freunden was zu machen. Ja. Ist das denn dann tatsächlich, ich sehe gerade, dass du die Frage gestrichen hast. Nee, alles gut. Frag ruhig. Ist es denn so, dass du in deinen Songs viel von dir preisgibst oder sind das Geschichten, die irgendjemand erlebt? Es ist tatsächlich auf der neuen Platte teils. Also die ersten Platten waren einmal sehr persönliche Sachen, eigene Erlebnisse, aber auf der neuen und auch auf der letzten Platte schon habe ich auch viele Beobachtungen aus meinem Umfeld, Freunde, Familie,
die ich da verarbeite und einfach auch spannend finde. Und habe da auch so ein bisschen Gefallen gerade dran gefunden, mich natürlich auch mit Empathie da rein zu versetzen und das teilweise auch aus einer Ich-Perspektive zu schreiben, manchmal auch aus der ansprechenden Du-Perspektive. Aber ja, mittlerweile schaue ich mir auch gerne so an, was um mich rum ist. Also nicht nur ich als Eigenbrötler alleine nur in meinen Kram, sondern guck mir da auch an, was ist. Das ist interessant und führt zur nächsten Frage tatsächlich. Ich las mal irgendwo, dass Singer-Songwriter vor allem dann Relevanz haben, wenn sie, das ist jetzt ein Zitat, keinen Unterschied machen zwischen dem Schlachtfeld im eigenen Herzen und dem Schlachtfeld auf der Straße. Siehst du das auch so? Absolut. Ja, das ist der hat das, was ich gerade sagen wollte, mit ganz tollen Worten gesagt. Also das würde ich so unterschreiben, ja. Ich kriege ein Zeichen von hinten, die nächste Band steht parat. Es geht weiter. Matze, vielen Dank für das kurze Interview. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interview. Spielen. Und bis zum nächsten Jahr im Garten. Yes, bis zum nächsten Jahr im Garten. Total. Danke Wir euch. Freuen uns auch. Danke, tschüss. So. Als nächstes im Programm. Ja, eine ganz wunderbare Band und tatsächlich die Jenny, die diese Band sozusagen anführt, hat schon ein paar Mal im Garten beim OBS gespielt, nämlich mit Torpus and the Art Directors. Da war sie Bassistin. Sie hat aber seit einiger Zeit, und da werden wir nachher im Interview noch drüber reden, ein Solo-Projekt. Und das ist ganz fantastisch. Es ist jetzt gar nicht mehr Solo, weil sie sind zu viert. Viel Vergnügen mit Yenobi!
Dankeschön. Moin. Wie schön. Wie schön es hier zu sein ist. Wie schön es ist, hier zu sein. Ich bin Janobi und wir freuen uns wirklich sehr, hier spielen zu können. Und das nächste Lied heißt 100 Times. Shot it out like a baton, but it's never easy to pretend that you find when it feels like the world's gonna end. Vielen Dank. Prost, ne? Das ist ein sehr kurzes und knackiges Set, was wir jetzt heute hier spielen. Puh, wir sind jetzt schon beim vorletzten Lied. Es ist ein bisschen traurig, aber wahr. vorletztem Lied, das kommt noch was. Aber genau, dieses Lied ist in der Pandemie entstanden. Es ist so ein Lied,
was davon handelt. Ich weiß nicht, wenn es Menschen hier gibt, die sich sehr, sehr häufig schminken, so alltäglich einfach schminken, ne? Dann gibt es ja halt so die Momente, wo man halt sich einfach nicht schminkt, weil man keinen Bock hat oder weil es einfach nicht gepasst hat oder weil es einem egal ist und so weiter und so fort. Und dann kommt immer diese Kommentare so, oh, was ist mit dir denn heute los? So, du siehst so müde aus. Und das ist mir passiert in meinem so Einkaufszentrum, wo ich immer einkaufen gehe. Das hat mich ein bisschen genervt. Weil ich meine, so beim Essen, kaufen gehen, ey, da habe ich manchmal auch keinen Bock. So, und dann entstand dieses Lied, das heißt Make-up, glaube ich. Habe ich noch nicht entschieden, aber ich glaube, heißt so. How is
Dankeschön. Oh, jetzt ist es leider soweit. Wir sind schon beim letzten Stück. Oh, es ist traurig, ne? Naja, bald schon wieder. Also heute übrigens, das hat ja Mazzarozzi schon gesagt, vielen Dank auch Mazzarozzi für das tolle Konzert eben. Ihr könnt gerne spenden heute an das Luftbrücke Kabul und das ist echt schon, wie ihr schon gesagt habt, eine richtig wichtige Sache. Es ist richtig gut, dass wir jetzt gerade Solidarität zeigen für unsere Mitmenschen und es war sehr schön mit euch heute. Vielen Dank. Jetzt kommt das letzte Lied, das heißt Turn Off the Light. But that is how we get our kicks. Play with things we can't control. We mess around with our eyes closed. Might break some things we cannot fix. But that is how we get our kicks. We play with things we can't control. Thank you.
Yenobi. Vielen Dank. Das war super. Ja, in der Tat. Ich glaube, du musst noch anmachen. Yep. Ja, es ist mal wieder Umbauzeit auf der Bühne. Und wir haben unseren nächsten Gast, der nachher auch auftreten wird. Herzlich willkommen, T.S. Uhlmann. Ich hoffe. Hallo. Hallo, T.S. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Moin. Hallo. Ja, kommen wir direkt ans Eingemachte, würde ich sagen. Du hast eine neue Single draußen mit einem neuen Video. Ach, das wird so atemmäßig für ihr Punks und so. Ja, selbstverständlich. Okay, ja. Der Song ist aber nicht von dir, sag ich mal, wenn ich richtig liege, sondern von Benjamin von Stuttgart-Barre. Der Song ist von Benjamin von Stuttgart-Barre, ja, auf jeden Fall. Wie kam es erstens zu der Zusammenarbeit und genau, also wieso habt ihr das Thema ausgewählt, wieso hat Benjamin das Thema ausgewählt? Wie hat er sich mit dir da ausgetauscht? Also ich versuche jetzt mal eine lange Antwort und sowas, weil das ein bisschen komisch ist, hier auf so einem kleinen Festival interviewt zu werden. Also, es ist so, ich habe neulich mit Benjamin abgehangen und er meinte so von wegen so, Mantis und sowas, ich bin kein Literat. Ich so, doch, du schreibst doch Bücher, die verkaufen sich tausendmal. Er so, ja, aber guck mich doch an. Willst du als Literat mit anderen Literaten abhängen? Das ist doch mega langweilig. Und dann hat er gesagt, ach, vielleicht bin ich so ein kleiner Rock'n'Roll-Sänger, der Bücher schreibt. Und habe ich gesagt, du kannst gerne bei uns mitmachen und sowas. Das war sozusagen das Letzte, was passiert ist in dieser ganzen Historie. Und das war dann wirklich eben einfach so, dass im absoluten Lockdown Stuggi mir geschrieben hat, dass er einen Songtext geschrieben hat mit einem Freund von ihm, der in Las Vegas, wie heißt die andere Stadt? Hemmoor oder? Reno? Hemmoor. In Hemmoor. Haben die einfach zusammen einen Song geschrieben und sowas. Und die werden das natürlich niemals live aufführen. Aber er meinte irgendwie so, weil er unsere letzte Platte so geliebt hat, meinte er, dass er das ganz toll finden würde, wenn wir das versuchen würden, sozusagen zu singen. Und so ist es dann eben einfach auch gekommen. So, das war wirklich für uns total aufregend, weil, also, ich habe zum ersten Mal die Texte jemandes anderes gesungen, so. Und wir haben zum ersten Mal im Studio die Akkorde von anderen Menschen nachgespielt. Und das ist dann relativ interessant. Ich habe das natürlich auch wieder mit Simon Fronzek und Rudi Meier gemacht. Und dann steht man über so einem Akkordblatt und so, ach so machen das andere Leute. Es gibt noch was außerhalb von A-Moll und C-Dur. Das ist ja interessant. So geht das auch. Es gibt mehr als drei Akkorde. Ja. Und jetzt ist es ganz schön und sowas. Und das war wirklich das Allerschönste. Es ist ja jetzt gerade QVC-mäßig. Ist ja jetzt vor einer Woche haben wir die 1000 Singles zusammen unterzeichnet. Und ich muss mal wirklich einfach sagen, das ist ja häufig auch, dass man über Benjamin, hast du nicht gehört? Und das hat er schon erlebt. So, wir haben da einfach 1000 Singles zusammen weggeballert und sowas. Ne? Das war wirklich wie ein kleines Kind in der Matjes-Dose, wie der sich gefreut hat, dass er wirklich seine erste eigene Rock'n'Roll-Single hat und so. Das war ein wunderschöner Nachmittag. Schön zu hören. Die Single heißt Club 27. Sie. Welches Club 27 Mitglied hättest du gerne getroffen? Ganz blöde Frage, aber muss man ja stellen, wenn man so einen Titel hat. Nee, aber karmamäßig. Also ich bin ja evangelischer Protestant und da darf man eigentlich, glaube ich, nicht drauf antworten und sowas. Ich kann dir sagen... Dann frage ich anders. Nein, warte kurz. Ich habe Amy Winehouse live gesehen. Wirklich, ich weiß gar nicht wirklich warum, aber ich war im Tempodrom in Berlin und ich war da auch alleine und sowas und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Whisky-Cola getrunken hat und dann so wirklich talkly und sowas so, ach da vorne ist das Mikrofon, da gehen wir mal hin und dann so singen wie ein Engel, ne? Es bricht einem einfach das Herz. So, jetzt würde ich fast sagen, komm bitte zum nächsten Ops, wenn es stattfindet, weil da wird sehr viel Whisky-Cola getrunken. Ist das so ein Drink bei euch? Ja, unter anderem. Ohne Cola. Die schlimme Cola. Ja, ohne Cola. Das ist scheiße für den Bauch und so. Und ist auch irgendwie kacke. Also nachher der Mund ist so, kennst du das Gefühl, wenn du Cola-Mischgetränke trinkst, da hast du so einen Pelz auf den Zähnen und so. Das ist echt kacke. Also ich trinke meinen Whisky gerne pur. Ich habe nichts drauf außer Zahnbelag. Und da gratuliere ich aber. Wo wir gerade im spaßigen Teil sind, du hast, es gibt von dir, ich glaube, du bist wirklich der einzige Künstler, den ich kenne, von dem es eine eigene Soundmaschine gibt. Weil du Scooter nicht kennst.
Ich kenne, ja, oh. Ich glaube, Scooter haben sowas auch. Scooter haben sowas auch, okay. Ist auch jetzt egal, aber wir möchten gerne wissen, wie gut du deine eigene Soundmaschine kennst. Also wir würden jetzt auf einen Knopf zeigen und wir würden dich bitten, das Geräusch nachzumachen, was dann dabei rauskommt. Und dann gucken wir mal, ob das stimmt. Und wenn es stimmt, kriegst du eine Biermarke. Ja, das finden alle lustig. Ne? Jetzt müssen wir mal mit dem Sound. Ja, wir müssen jetzt, wir haben das dummerweise vergessen, bei der Soundprobe durchzuführen. Das pfeift jetzt total in Ordnung. Dennis flippt aus und so. Ja, du musst ja vormachen. Wir zeigen mal. Guck mal, das hier. Das finde ich sehr gut. Jetzt musst du mal sagen, was das hier ist. Also das ist quasi ein verbotenes Verkehrsschild. Und ich glaube, die Antwort ist... machen wir nicht. Andere Leute machen vielleicht sowas, aber wir machen sowas nicht. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt stimmt. Nicht so nah dran. Machen wir nicht. Andere machen das vielleicht, aber wir machen das nicht. Ja, jetzt kriegt der junge Herr, Moment, ich habe vergessen, hier auf den Tisch zu legen. Ja, ich habe noch Biermarke. Eine Biermarke für den Herrn. Hurra! So, und jetzt, warte mal, welches war denn noch die ich auch total geil fand? Die hier, da habe ich extra ein Kreuz dran gemacht, die ist total geil. Nee, die ist, das ist super. Ein Wassertropfen? Ja, rate mal. Ach komm, sag was. Oh, nee, ich weiß es wirklich nicht. Ey komm, die Zeit läuft. Ja, okay, ich weiß es nicht. Es geht um Bier. Bitte. Okay. Ach so, okay, dann könnte es natürlich mein Foucault'scher Satz sein, wie schön das alles jetzt noch mit Bier wäre. Ich bin so traurig wie die Söhne von Ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Das war falsch. Keine Biermarke in diesem Fall. So, einen machen wir noch. Das da. Ich kann das Symbol noch nicht mehr erkennen. Was ist denn das? Ja, das ist aber auch sehr klein. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ach so, ich weiß jetzt, was es ist. Aber es gibt dazu wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das ja, muss erzähl sie bitte. Es ist wirklich so und sowas. Ne? Ich habe ja immer Angst, ob der nächste Auftritt klappt und sowas. Und dann wache ich morgens in diesem tollen Bus auf. Und das ist wirklich so. Und ich habe dann Angst. Und dann liege ich morgens in der Koje. Und dann mache ich so, mache die Hand hier so hin. Mache so, Mama, Ma. Um zu überprüfen, ob morgens um 6:30 meine Stimme abends um 7:30 klappen wird. Und das Lustige ist, manchmal gibt es einen ganzen Kanon im Bus und ich so, ma, ma, ma. Und ich so, ma, 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 ma. Deswegen. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Dieser Junge kann singen heute Abend, glaube ich. Sehr schön. Ich habe auch eine schöne Geschichte gehört in einem Interview, was du mit zwischen deinen Zeilen ja. gegeben hast. Da geht es um einen Gerichtsvollzieher wegen Steuerschulden. Kannst du uns die hier auch noch mal kurz erzählen? Ja, ganz kurz. Also, ich habe mal gewohnt. Auf der Reeperbahn 127 über Crazy Jeans. Und die erste Tomte-Platte hat ja Gott sei Dank, dankenswerterweise, Markus Wiebusch auf BA Records rausgebracht. Markus Wiebusch, BA Records, everyone! Und dann hat Markus mich auf die Gestade des Spätkapitalismus alleine losgelassen. Und dann habe ich ja das Label Hotel Van Cleef alleine gegründet. Das Problem war an diesem Label, dass ich alle CDs eigentlich nach dem Konzert verschenkt habe und mich um so Sachen wie Funky Steuererklärung nicht gekümmert habe. Aus so einer Mischung aus Wut, Verzweiflung und Unkenntnis. Und irgendwann hat es bei mir geklingelt und da stand ein Gerichtsvollzieher vor mir. Ganz toll. Vierter Stock, Reeperbahn 127. Und der hatte so einen Lederkoffer, der so übersät war mit so Tourismusaufklebern. Und meinte so, Herr Ullmann, wir brauchen jetzt die Steuer von Ihnen. Oder sonst müssen hier wir irgendwas wegfinden. Ich so, kommt sie gerne rein. Was so? Zweite Modest Maus auf Vinyl, das wird sie sicherlich interessieren, das wegzufinden. Und dann meinte ich so von wegen so, ja, dass ich weiß auch, dass ich das so verpasst habe mit den Steuern und sowas. Aber ich könnte jetzt zur Targo Bank in die Altona große Bergstraße fahren und dann treffen wir uns in einer Stunde wieder und dann gebe ich ihnen die Steuern. Und er so, hä? Ich so,
Ja, ich habe die Steuer nicht gemacht, aber ich habe das Geld. Ich war einfach nur zu faul, das zu machen oder konnte das nicht und hatte Angst. Und dann meinte der Steuerberater, okay, passen Sie mal auf, Herr Ullmann, ne? Ich gehe jetzt eine Stunde weg. Und wenn Sie in einer Stunde nicht da sind mit dem ganzen Geld, dann habe ich wirklich meinen Glauben an die Menschheit verloren. Und ich so hingefahren, Geld abgeholt. Und er so, ja, hier ist das Geld. Und er so, Herr Ullmann, Sie müssen sich wirklich um Ihre Steuern kümmern. Und ich so, das mache ich. Das war sehr ganz schön. Toll. Never forget. Jetzt haben wir hier noch eins. Wir haben ja so Bierdeckel verteilt, wo ihr eure Fragen aufschreiben könnt. Und das kennst du vielleicht von seit wann hat Rock'n'Roll was mit Demokratie zu tun? Ja, also hier schon. Hier steht, erzähl bitte deinen Lieblingswitz, also wenn er nicht so lang ist. Füße hoch, Flachwitz, keine Ahnung. Fällt dir keiner ein. Ich kann dir eine geniale Geschichte erzählen. Das ist gut. Weil ich brauche heute Abend die Ansage nicht. Aber vor allen Dingen, ich spiele mit meinem Schlagzeuger, meinem geliebten Max Perner, spiele ich seit wirklich... Max Perner, everyone! Nice! Hier ist die geile Geschichte. Wir spielen seit 10 Jahren zusammen in einer Band und hier ist die Geschichte, die er mir gestern erzählt hat. Er meinte so, ach Thies, vor 17 Jahren habe ich so fürs Wiesn Open Air in Österreich gearbeitet und alle waren besoffen schon und sowas, aber ich konnte noch fahren und einer hat gefragt, kann jemand Lemmy beim Flughafen abholen? Und Max so, ja, dann mache ich das halt. Max Perner fährt dahin mit dem Mercedes Sprinter und sowas, steht mit so einem ganz kleinen Schild, wo drauf steht Motorhead. Das, also mit dem Schild am Flughafen, wo Motorhead draufsteht. Ich meine, das ist schon mal ziemlich fett. Ja. So, dann kam Lemmy mit seinem Manager vorbei und dann Max so, ja, hier ist unser Mercedes Sprinter. So, dann haben die sich da reingesetzt, fahren da durchs Burgenland. Genial, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und Lemmy hat irgendwann Max Perner gefragt, excuse me, sir, can I smoke? Und Max Perner, Gentleman des Burgenlandes, sagt, of course you can smoke. Lemmy zündet sich eine Zigarette an, raucht und raucht und raucht und raucht und raucht. Und Max Perner gefragt, excuse me, sir, can I open the window because there's so much smoke in here? Hat Lemmy gesagt, no, it's bad for my voice. Genial. Sehr geil. Besser als jeder Witz. Jetzt, apropos besser als jeder Witz, jetzt würde ich gerne mal den Rainer zu uns bitten. Rainer? Rainer. Das ist, Damen und Herren, wer ihn nicht kennen sollte, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihn jemand nicht kennt, das ist Rainer Ott. Rainer Meine Frau. Wird auch gerne Rainer Gott genannt oder G-Ott. Wie auch immer. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja beim Grand Hotel, bist aber auch Manager zum Beispiel von Tees. Gibt es da nicht Interessenkonflikte? Nö, immer nur das Beste. Ja, aber das ist ja wie, als wenn in der Bundesliga ein Spielerberater gleichzeitig Geschäftsführer eines Vereins ist. Hä? Also wirklich in der Realität ist es so, dass ich ab und an die Stühle wechsle. Also ich setze mich dahin und überlege, was sagt der Manager. Dann setze ich mich dahin, was sagt das Label. Und dann kommt und dann man eigentlich wir, zu einer Einigung. Hey, Macarena. Schön. Apropos, vielleicht kann man das einfügen, Macarena. Hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ist jetzt eine gute Überleitung oder auch nicht. Was glaubt ihr, welcher T.S. Ullmann-Song der erfolgreichste bei Spotify ist? Und wie viele Klicks hat er wohl? Lachse, 7,5 Millionen. Alter. Boah, alter Schwede. Warte mal, da kriegst du eine Biermarke für. Da kriegst du eine Biermarke für. Aber noch nicht zu Ende. Wie ist der höchstplatzierte Tomte-Song da drin zu werden? Ich finde das ehrlich gesagt relativ komisch, dass es hier so ein Schmusi-Busi-Independent-Livestream ist und dass hier so harte Zahlen abgefragt werden, weil ja, wir haben mit dem Scheiß nicht angefangen, um hier eine Excel-Tabelle zu starten. Wir müssen das auch irgendwie füllen, aber ihr habt ja auch genug Geschichten. Aber warte, ich weiß es trotzdem. Ich sang die ganze Zeit von dir 5,6 Millionen. Ah, 6 Millionen, aber sonst alles richtig. Biermarke! Das war nah genug dran. Du hast, glaube ich, noch eine Frage an Rainer. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr beide ja ziemliche Bruce Springsteen-Fans. Und Warte. Ja. Ja. Also gerade Rainer, du giltst da quasi als der Gott oder Nebengott der Bruce Springsteen-Fans. The und only boss I listen to. Nebraska oder The River? Unmöglich zu beantworten. Findest du? The River. Tatsächlich? Alter, das finde ich interessant. Sind mehr Songs ich finde, drauf. The River wäre ein
unglaublich geniales, epochales Album, wenn es kein Doppelalbum wäre. Ich finde, da sind so viele Songs drauf, die einfach so, die so ein bisschen Filler sind. Da sind großartige Songs drauf, aber... Ja. Jetzt überziehe ich unsere eigene Sendung. Aber, ja, ja, du hast natürlich auch recht, aber es sind auch die besseren Songs drauf. Das muss man halt eben doch auch sagen. Ja, okay. Willkommen hier im kleinen Bruce Springsteen Chat auf Deutsch. 20 Leute interessiert das. Das ist, stimmt das nicht? Erinnert mich an eine Situation. Ich habe mal ein Interview, ich musste Interviews machen. Damals, also in meinem Wikipedia-Eintrag steht ja immer noch Musikjournalist. Das bedeutet, dass ich dreimal nach England fliegen durfte, um Leute zu interviewen. Und ich kann das wirklich überhaupt nicht. Und ich habe Liam Gallagher bei der vorletzten Oasis-Single getroffen. Bei der letzten Oasis-Platte. Und weil ich nicht fragen kann, weil es mich nicht interessiert, sondern schreiben geht vielleicht. Und ich habe Liam Gallagher gefragt, ist die B-Seite auf der Single nicht ein Song, der aufs Album gehört? Und Liam Gallagher hat ja gesagt. Und ich so, okay, dieses Interview ist jetzt beendet. Er so, das war's, genial. Das war das erste Mal, dass ein Journalist nicht die ganzen halbe Stunde gebraucht hat. Ja, scheiße. Wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gebraucht, habe ich das Gefühl. Nice. Aber... was ich noch sagen wollte zum Abschluss dieses Interviews ist wirklich sehr herzlichen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Sehr herzlichen Dank für die Idee überhaupt, dass OBS zusammen mit euch hier zu zelebrieren in kleinerer Form. Und wie man das bei uns in Ostwestfalen so macht für besondere Verdienste, also ich komme so aus dem Schützenfestbereich, ich würde die euch gerne umhängen, wow. Aber Corona-konform wow. Ist was anderes. Vielen ja, herzlichen Dank toll. Euch. Vielen, vielen Dank. Wow. Warte, ich mach das der, bei dir. Der offizielle OBS-Orden. Oh, alle dahin nach oben. Ja, geil. Ihr seht super damit aus. Ich kann es mir vorstellen. könnt ihr tragen. Die neue Kettga. Und jetzt aber, wir sammeln uns hier um den Verstand. Es geht ja eigentlich um die Musik. Genau. Und damit die, machen wir jetzt auch weiter. Die kommt jetzt. Wir hatten sie vorhin als Interviewgast bei uns hier am Tisch. Und nun ist sie bereit, auf der Bühne zu performen. Wir freuen uns alle auf Sydney Beers. Dankeschön. Dankeschön. Wir nehmen die mit. Moin, ich bin Sydney Beers und das wird sehr unangenehm für euch. Safe, man, safe. Next time I'll make it right. I'll be yours and you'll be mine. I wasn't ready at that time. I had to make a compromise. I think of you and maybe I acted too quick last time, and I put you under through. I'm sorry that I let you go. Don't look at me like that from the inside. From the inside, yeah. Don't treat
Danke. Es ist voll schwierig, jetzt aufzutreten, weil Yinobi sind so krass talentiert und Tees ist halt so mega witzig. Und ich bin auch ganz okay. Danke. Okay. Der nächste Song ist mir sehr wichtig. Keys. You rarely see us walking at night without our keys held tight. You rarely see us walking at night without our keys held tight. Not all men are still too much. Dem Club 27 trete ich bestimmt auch bei. Das ist mein 13. Bier jetzt und ich fühle mich richtig gut. Ah ne, da kann ich auch noch. Ich habe noch Zeit. So, kennt ihr das, wenn ihr ein Album schreibt, das eine Ode ist an eure letzte Beziehung und dann ist die vorbei? Ja. Thank you.
still smoke the same cigarettes that we used to smoke naked in your bed. And I still cry every time I see your toothbrush, but I can't seem to throw it away. And I've tried to fuck the pain away, peaches stout. I've tried to deep my way around this awful town, but I can't seem to get you off my mind or out of my heart, out of my sucks. It's all too much, it's all too much. And I've tried to fuck the pain away, peaches stolen. I've tried to deep my way around this awful town, but I can't seem to get you off my mind or out of my heart, out of my heart. Eigentlich kommt jetzt so ein Solo, aber das kann ich jetzt, gerade nicht spielen. And I've tried to fuck the pain away, peaches stale. And I've tried to deep my way around this awful town, but I can't seem to get you off my mind or out of my heart. Vielen, vielen Dank. Der Applaus ist das Brot eines Künstlers. Ich spiele jetzt einen ganz, ganz schnellen, lauten Song, damit ihr nicht alle einschlaft, weil es so ultra sad ist. So. Let's go. My eyes is for my hearing so best fuck. Nothing personal, it's just my fucked up mind. My eyesight is fine, my hearing is dope as fuck. And if I can't read your signals, it's nothing personal, it's just my fucked up mind. I wish I could tell you that I've been a good kid, but I can't, I can't. I wish I could tell you how I feel, but it's too hard, and I can't, I can't, I can't. Moment, Moment, der Song ist doch gar nicht vorbei. Ich bin nur, ich pack's nur einfach nicht. My eyesight is fine, my hearing is dope as fuck. And if I can't read your signals, it's nothing personal, it's just cause I'm fucked up, I'm fucked. And sometimes it's so baked out of my mind, I wanna cry, I wanna find a place to hide.
Wenn ihr gerade schon so in Stimmung seid, können wir bitte ganz kurz nochmal genau dasselbe, was ihr gerade schon gemacht habt, für Matze Rossi hören. Einmal. Okay, tschüssi. Dann hätte ich das gerne nochmal für Yenobi. Und dann hätte ich das genau nochmal fürs Orange Blossom Special Festival. Perfekt. Und noch einmal, und so richtig laut und richtig lang, damit ich nicht so viel spielen muss, für das allerbeste Label auf der ganzen Scheißwelt, Grand Theft Van Cleef. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe noch zwei Songs, habe ich noch für euch. Und dann möchte ich nochmal so einen Vorapplaus haben für Tees fucking Uhlmann und Band. Oh Mann, das war sehr verhalten. Könnt ihr nicht mal kurz ausrasten oder so? Ja. Tja, ich leiste nichts. Ich bin eigentlich nur so, ich bin so das Eis, das man so zwischendrin bei einem Fünf-Gänge-Menü isst. Ich komme aus Mannheim. Der nächste Song ist eigentlich ein Liebessong für meine letzte Beziehung, aber jetzt sage ich eher so ein Liebessong für Mannheim. Fertig, aus. Dark shit said you were. The skies are always gray. We get to smell the scent of chocolate every day. We get to witness fate from your balcony at night. Your eyes glance into mine in the cold morning light, and I'm lucky to be with you in a city where nobody else is lucky. Oh, ich muss so krass rübsen, ne? We spend our days in bed. At night we go for walks. Your hand slides down my back, and there's no need to talk. Then you grow cold again, like a winter wind in May. You freeze up now and then, like a pretty little lake. So I'm lucky to be with you in a city where nobody else is lucky. City where nobody
Dankeschön. Der nächste Song ist für, den spiele ich immer für Renkel, aber der ist heute nicht da. Und da würde ich gerne Fotos zitieren, die damals gesagt haben, ich bin in Hamburg halb tot und du bist in Berlin. Falls du hast Chance, Renkel, das für dich. Das ist auch mein letzter Song und ich wünsche euch noch wahnsinnig viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und vielen Dank für alle, die hier irgendwie gearbeitet haben, die es mit organisiert haben, die Ton gemacht haben. Die verdienen alle wahnsinnig viel Applaus. So viel Applaus. Oh, unfassbar viel Applaus. Dankeschön. Ich bin Maschinen Biers, ich bin jetzt bei meinem 14. Bier und ich freue mich riesig, hier zu sein. Woo! Sydney Biers! Ich finde das wirklich faszinierend, dass man 13, 14 Biere trinkt und da immer noch mitzählen kann. Ich kann das nicht. Nee, ist immer ein Problem nachher, ne? Wenn der Kellner kommt und abkassieren will. Wie viel hatte ich denn? Wir machen weiter im Programm. Die Bühne wird wieder umgebaut. Kein Ton. Jetzt ist der Ton wieder da. Der Ton ist wieder da. Es kam gerade eine Publikumsfrage, von der ich überhaupt nicht weiß, was das zu bedeuten hat, aber vielleicht kannst du es mir ja sagen. Welcher Tomatendünger ist der beste? Also ich würde sagen, der Dünger, wo es Tomatendünger draufsteht.
Ja. Das ist sehr pragmatisch gedacht. Herzlich willkommen, Jenny von Yenobi. Dankeschön. Schön, dich hier zu haben. Schön, dass du gespielt hast. Und wir haben natürlich auch für dich ein paar Fragen vorbereitet. Du bist, ich muss jetzt mal ein bisschen in deine persönliche Geschichte gehen. Vor 11 oder 12 Jahren nahmst du einen Nachtzug von Göteborg nach Berlin, so steht es geschrieben. Du wolltest allerdings eigentlich gar nicht ewig in Deutschland bleiben, aber dann kamen dir Topus and the Art Directors dazwischen, mit denen du roundabout 10 Jahre gespielt hast, glaube ich. Du hast aber 2016 eine EP veröffentlicht als Felicia First One. Ich hoffe, ich habe das halbwegs korrekt ausgesprochen. Wie kam es dazu, dass du irgendwann wusstest, das ist jetzt das, was ich machen will, was ich veröffentlichen will, das ist jetzt reif, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Also ich glaube, seitdem ich also sehr, sehr klein bin, habe ich immer Bass gespielt. Und ich war immer dann so, ich will die beste Bassistin der Welt werden, habe ich mir immer gedacht. Und dann war immer so mein Ding, dass ich auch sehr gerne schreibe. Und das habe ich immer gemacht und das war immer für mich so eine Sache, dass irgendwie Sachen, die man erlebt hat, zu verarbeiten. Und das war für mich immer so ein bisschen wie eine Art Selbsttherapie, so ganz viel zu schreiben. Und dann 2016 habe ich mich dann getraut, Sachen, die ich geschrieben habe, auch zu singen. Dabei hatte ich sehr viel Spaß. So, also das hat mich sehr gut getan. Und obwohl ich immer noch sehr aufgeregt bin, wenn ich singe und nicht nur Bass spiele, dann ist es so, ja, es macht mir sehr viel Spaß. So, und ich finde es sehr schön, vor allem Erlebnisse, die man hat, die vielleicht nicht so schön sind, finde ich super toll, wenn man das umsetzen kann in Texte und in Musik und in ein tolles Lied, die man dann irgendjemand vorspielt dann irgendwann. Wie ist es dann zum Wechsel gekommen, dass du von Felicia zu Yenobi praktisch geworden bist? Das hat ein bisschen damit zu tun, dass also Felicia verschwann. Ja, verschwann, ja. Verschwann, aber ich finde, du hast es sehr gut gesagt. Danke. Das heißt eigentlich so übersetzt Felicia disappeared. So, das ist ein sehr morbides und düsteres Lied von einem Singer-Songwriter aus Schweden, der Cornelis Vreeswijk heißt. Und das handelt eigentlich von einer Frau, die einfach verschwindet und er spekuliert, ob sie irgendwann tot auftaucht irgendwo. Also es ist irgendwas ziemlich Düsteres. Aber auf Deutsch habe ich gemerkt, kommt es nicht so düster vor. Und dann war es so alles so, das ist so schön, das ist so süß. Und ich so, naja, war nicht so gemeint. Dann habe ich gedacht, ich will einfach den Namen wechseln zu irgendwas, was ein bisschen so mehr Dunkelheit in sich hat. Und dann kam so Star Wars Fan bin ich halt und Obi-Wan Kenobi, aber mit J statt K dachte ich, das ist dann ganz gut. Yenobi. Ja. Du hast Yenobi als Solo-Projekt gegründet. Auf deinem Album Patterns hast du bis auf das Schlagzeug alle Instrumente selber gespielt, ja, wenn ich richtig informiert bin. Und du sagtest mal, das ist ein Zitat, ich bin Feministin und es war daher immer mein Wunsch, dass ich als Frau Musik und Kunst schaffen kann, ohne andere um Hilfe bitten zu müssen. Dann aber kamen Felix und später auch noch Dorothee und Lorena dazu. Welche Rolle spielen die drei, die jetzt auch zu Yenobi gehören? Sind das eher deine ErfüllungsgehilfInnen oder siehst du sie eher als Bandmitglieder an? Also das sind vor allem ist es gut, sehr gute Freunde von mir und Live-MusikerInnen sind die. Und ich bin halt so, ich glaube, es ist für mich sehr schön und wichtig, mal alleine, also wenn ich Lieder schreibe, dann mache ich das ganz gerne allein und ich produziere sie auch allein. Aber auf die Bühne kann ich nicht so viele Instrumente gleichzeitig spielen. Dann wollte ich halt noch mehr Leuten, dann kam es noch und noch dazu, dass die halt live so mitspielen und ich bin sehr happy auch mit meiner Band. So. Du hast dein Album Patterns im September letzten Jahres veröffentlicht.
War das dann alles so geplant, dass das in der, also ich meine, das kann man wahrscheinlich gar nicht planen, dass es dann in der Corona-Pandemie entsteht, aber habt ihr euch dann entschlossen, wir bringen das trotzdem raus? Und du bist ja ein sehr frischer Artist, sage ich jetzt mal, solo-mäßig oder mit Neuer oder mit Yenobi. Wie schwer ist es da, Fuß zu fassen in so einer Pandemie, ein Debütalbum rauszubringen, das nicht live irgendwie zu promoten? Ja, das ist das. Also ich finde, wir haben das Beste draus gemacht, auf jeden Fall. So, das war, ich glaube, das war so ein bisschen, wir machen es einfach und gucken, was passiert. Ich bin ja also in dem, dass ich so lange bei Torbis gespielt habe, da bin ich gewöhnt, man macht eine Platte, man bringt sie raus, dann fährt man so 3 Wochen auf Tour und das ist hammergeil. Und das ist natürlich jetzt nicht so geworden. Und das vermisse ich auch super doll, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht und es war so ein bisschen so, wir probieren es einfach mal und schauen, was passiert. Du hast ja als Bassistin von Torpus bereits mehrfach beim Orange Blossom Special gespielt. Was ist für dich das Besondere am OBS? Ich finde wirklich so, oh, das gibt so viele Sachen. Also ich oh, liebe... Das geht runter wie Öl jetzt. Nee, ich habe mich wirklich verliebt. Also wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern ich war das erste Mal, dass ich da war ich total geflasht. Ich finde es so schön, weil das vor allem das Publikum, das da ist, sind so wirklich Leute, die wirklich Musik lieben und das wirklich wertschätzen. Und überall ist dieser so, man kann überall so diese Plattenständer, die man so, wo man so rumwuscheln kann und gucken, ob man was Geiles findet und so. Es ist alles ist einfach so, es ist so eine besondere Festival und dann finde ich auch die Bands, die da immer spielen, sind immer so sehr inspirierende Bands. Ich weiß, wir haben da gespielt, da hat Wood Brothers gespielt und ich hab tatsächlich geweint während das Konzert, weil ich fand das so unfassbar toll und es ist halt sehr viele solche Bands, die irgendwie, ja, das ist sehr musikalisch, es ist sehr so, es geht wirklich um die Musik und jetzt nicht unbedingt immer um das Kommerzielle und das finde ich besonders schön, dass es wirklich um die Musik geht, so. Ach super, das, wow. Habe ich fast ein bisschen Tränchen im Auge jetzt. Kommt vom Herz. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen herzlichen Dank für das Interview, Jenny. Hoffentlich geht das alles gut. Hoffentlich bis nächstes Jahr Pfingsten bei uns im Garten. Oh, ich hab so Bock. Wir auch, wir würden uns freuen. Schön. Vielen Dank. Schön. Ne, viel Spaß euch beiden. Danke. Ja, apropos Bock haben. Wir haben jetzt noch einen Einspieler für euch. Der ist ein bisschen anders als das, was ihr vorher gesehen habt. Das haben wir aufgenommen für einen Stream, den wir im letzten Jahr ausgesendet haben als Ersatz für das OBS. Ihr werdet die Protagonisten unter Umständen erkennen. Es ist relativ irrwitzig und es war alles First Take, muss ich dazu sagen. Alles ungeschnitten. Das ist also quasi ein Best-of des Streams des letzten Jahres, dauert aber auch nur 4 Minuten, ist aber auch historisch ganz interessant. Dazu muss man allerdings sagen, das Festival-Motto ist eigentlich Duck the System für das OBS 24. Und mit Duck haben wir so ein bisschen rumgespielt. Das, was da nachher durchs Bild fliegt, sind kleine gelbe Quietscheenten übrigens. Das kann man nicht so gut erkennen vielleicht. Den Stream im letzten Jahr haben wir dann passend umbenannt. Ja. In Duck the Virus. Und ihr werdet jetzt sehen, dass also Historie und das OBS durchaus zusammengehören. Es ist ein bisschen speziell, glaube ich, weil es auch unseren speziellen Humor irgendwie widerspiegelt. Finde ich schon. Aber ja, wir würden es nicht zeigen. Lass die Leute doch mal gucken. Wir lassen die Leute jetzt gucken. Also wir sagen bitte, jetzt einfach, Mats ab. Abbruch, Abbruch, das geht so nicht. Ihr sitzt komplett auf den falschen Stühlen. Ihr habt die Stühle verwechselt. Was soll das? Desinfektion. Schnell, Zeit. Ganz schnell jetzt.
Ist aber streng. Ich muss aber wechseln, ne? OBS History zeigt Hermann gegen Virus. Im Jahre 9 nach Christus brachte ein germanisches Heer unter der Führung von Hermann dem Cherusker drei römischen Legionen unter Publius Quintilius Virus eine vernichtende Niederlage bei. 3 Tage lang wurden die unbeweglichen römischen Streitkräfte zerrieben von der Guerillataktik der eingeborenen Stämme und vom typisch ostwestfälischen Dauerregen. Am 3. Tag der sogenannten Schlacht am Teutoburger Wald erdolchte sich Virus angesichts der drohenden Niederlage noch auf dem Schlachtfeld. Seit Jahrhunderten schwelt ein Historikerstreit, wo genau denn diese Schlacht stattgefunden habe. War es bei Kalkriese im Osnabrücker Land oder tatsächlich doch am Rande des Teutoburger Waldes? Neuesten Erkenntnissen einer obstwestfälischen Historikerkommission zufolge fand die Schlacht nahe der Weser statt, in Beverum. Auf einem Gelände, das noch heute als Kult- und Feierstätte dient und schon damals befreundete Stämme anzog, um das Aurantii Flos Specialis zu begehen, das heutige Orange Blossom Special. Was lernen wir aus der Geschichte? Dass sie sich wiederholt. Ein Virus kommt, ein Virus geht. Er ist besiegbar. Durch Vernunft und Geduld, durch List und Hingabe, durch Schlachtenglück und Liebe. An Incidis, Arminius, et gladiatum ne vagina tum. Mach dich vom Hof, du blöder Römer. Oha, wo semper ridiculum. Du kannst ja gar nichts. Oh na, et nihilisen in et anates. Oh, Doc! 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 Sterbe! Doc! 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 Gesang. Ich bin noch etwas kurzatmig. Das sieht auch nicht gut von Als die Römer frech geworden, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, sim, 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 vorne mit Trompetenschall, tädädädädädä, hinten Generalfeldmarschall, tädädädädädä, Herr Quintilius Virus, wow, 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 wow. Herr Quintilius Virus, schnell ring, ding, schnell ring, ding, schnell ring, ding, 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 ding. So. Woo! Ui. Also, das war das damit war die hatte ich jetzt nicht gerechnet. Von Hermann gegen Virus. Man muss für die Leute im Stream kurz sagen, dass wir hier gar keinen Ton hatten und wir hier synchron das irgendwie nochmal aus dem Archiv von der Festplatte hier oben irgendwie abrufen mussten. Weil ich finde den Film so geil, ich gucke mir den jeden Abend an, deswegen war ich da textsicher. Ja, so, und weil wir gerade beim lustigen Part sind, zum OBS gehört tatsächlich seit dem ersten Festival dazu, dass ein Witz erzählt wird, der über normalerweise 3 Tage gestreckt wird. Das geht natürlich heute nicht. Wir werden ihn, oder ich werde ihn, in 2 Teilen erzählen, sage ich mal. Richtig, genau. Und der erste Teil geht wie? Der erste wie? Teil geht so. Ihr kennt wahrscheinlich alle das total gefährliche Raubtier, nämlich den Helmtiger. Wie fängt man einen Helmtiger? Man begibt sich an den Rand der Savanne. Da ist dann noch ein Baum, so gerade so. Und so auf, was braucht man dafür? Ein Zimmermannsnagel und einen Hammer. So auf 2 Meter schön hoch, 2,50 Meter, rammt man diesen Nagel in diesen Baum.
Wenn man damit fertig ist, ruft man immer Helmtiger, Helmtiger. Und irgendwann kommt der Helmtiger, weil er sieht, da ist ein Mensch, den will ich fressen. Jetzt kommt er hinter einem her, man rennt dann immer um diesen Baum. Also ganz oft, so richtig oft, 100 Mal oder so. Und der Helmtiger hinterher? Und der Helmtiger immer hinterher. Und dann schwitzt er unter seinem Helm natürlich total. Und dann krabbelt man schnell den Baum hoch und der Helmtiger natürlich hinterher und sieht aber so auf 2,50 Meter Höhe, da ist ja ein Nagel, ich schwitze so stark, da kann ich ja meinen Helm abhängen. Und dann hängt er seinen Helm auf diesen Nagel. Ja, und dann kann man den fangen wie einen ganz normalen Tiger. Das war der erste Teil. Der zweite folgt nachher, nach dem... Ich finde, der steht auch schon für sich. Ich finde den auch ganz gut, aber ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Weiter geht's mit dem nächsten, ja, oder? Wenn die denn... Die brauchen noch ein bisschen? Noch ein bisschen, dann würde ich sagen, wir haben ja vorgesorgt für sowas. Entweder erzählen wir jetzt weiter Blödsinn oder... ready? Ready. Ready, ja. Ach Mensch, Punktlandung. Punktlandung. Wahnsinn. Wir haben hier noch 10 Lückenfüller, die wir noch einspielen können. Brauchen wir alles nicht. Brauchen Umso alles besser. Nicht. Ja, Damen und Herren, was sollen wir sagen? Wir freuen uns tierisch. Früher hätte ich gesagt, ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen, als ich diesen jungen Herrn mit Band auf Bühne gesehen habe. Heute ist er praktisch Rock'n'Roll. Und zwar der Rock'n'Roll, der... seinesgleichen sucht. Jawohl. Viel Vergnügen mit Thies Uhlmann und Band. Leute, viel Zeit haben wir nicht, wir machen das besser schnell und sowas. Ich hab Bock, wie schön, dass ihr alle hier seid. Genial!
schwarz als Blut. In den Augen taumeln durch die Nacht im Flug. Schlaf immun und ab und zu Lebenslichter schweben in Songs. Hab 99 Probleme, wir sind keins davon. Durch Krisen, Krisen, Leid, meine miese Petergestalt. Waren es immer nur gerade Worte und die schiefe Zähne geleimt. Du warst mein Ketamin, mein Amphetamin, mein Arsenal, Lethargie, Zünder. Ich hab 5 Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade. Und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade. Es ist egal, wie es mir geht. Und egal, wie es mir geht. Auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19:10. Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe nur gejagt. Doch es ist schön, wie du denkst. Es ist schön, wenn du bangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an mich denkt. Und dann habe ich den Kugel, mein Sieg ist gut geschenkt. Es sagt, Menschen wie du leben wie ein Schrei, Menschen wie du bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist B73. Wahrscheinlich besser als mir. Auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viel. Die große Frage hat Job. Wie erklärt man seinem Kind, dass Männer nach 100.000 Jahren immer noch Affen sind? Und dann kam Silvester und mir wurde klar, wenn der Sommer beginnt, stirbt ein weiteres Star. Sie meint, ach, sie nervt. Wir nur in Bengalisch mit dem Abelchen zu Weihnachten geschenkt. 365, 7. Ich würde mich jederzeit wieder in dich verlieben. Aber ich stimme deinen Freunden zu. Lass es sein. Menschen wie ich bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt. Kein Highway, es ist die Bild.
sogar noch für den Krieg. Der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt. Und dann lobt er sich selbst und tritt nochmal rein, fühlt sich moralisch überlegen, denkt, genauso soll es sein. Hier geht es nicht nach Fall aller, setzt die Bundesstraße 4. Und der nächste Schuss ist mein Lieblingstier. In meiner Hand fühlt er sich wohl, ich bin so charmant. Das Leben ist kein Highway. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dir dein. Gib mir ein Schiff und ein Zelle und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist die B-73. Das nächste Lied ist für das einsame Kind ohne Eltern, das im Winter auf einer Eisscholle steht, die langsam schmilzt und in den Himmel schreit: Es gibt keinen Gott. Der Song heißt Danke für die Angst. Ich hab ein Hund.
weiß ich auf Stand by me. Ich hab ein Hut, der Kujo heißt, und mein Auto heißt Christi. Wenn du schreibe, kannst du schreiben, wenn du singen, kannst du singen. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, lass mich weg hier. Seid ihr down? Genial. Vielen Dank an Indigo, dass wir hier schon unsere Platten und CDs haben durften, als es das Internet noch nicht gab. Da hinten in der Lagerhalle waren die ganzen Scheiß-Ketka-Shirts und die Tomte mag sie CDs. Indigo, vielen Dank. Ihr habt viel größeres Heller, aber wir finden euch lieber und wir mögen euch schneller. Der nächste Song heißt Avicii.
Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ich kam auf die Welt in einem Kadett, ein Poster von Lebowski über meinem Bett. In Frühling 74 Sternzeichen wieder, den Kalten Krieg wussten wir, warum wir nur zittern. Ein Finger in der Luft, zwei hinterm Rücken gekreuzt. Ich werd nie vergessen, wovon du das träumst. Das Leben ist hart, aber das nehm ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. The man, the myth, my friend, Markus Wiebusch. Und das geht so. Komm,
betrunkener Hund im Zorn ohne Grund. Die Erinnerungssplitter liegen herum, nicht hinein und verbluten am Elbstand. Die Getränke sind alle, doch ein letztes Mal winken aus dem Weg aus der Leichenhalle. Immer zu viel oder zu wenig. Vielen Dank an alle, die es heute organisiert haben. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Indigo. Vielen Dank, OBS. Vielen Dank an euch. This is what we do for a living. Peace out.
Wow. Woo. Musik ist schon was Geiles, ne? Boah, das hat jetzt aber tatsächlich auch so ein richtiges Ops-Feeling gehabt, oder? Ja, bisschen schon. Obwohl wir hier in Hamburg sind, Hamburg-Harburg, Thees hat es gerade schon verraten. Jetzt können wir es ja sagen, weil... Da können wir jetzt schon mal das Danke vorziehen. An Indigo, an Jörn und Marlin vor allen Dingen, dass wir das hier machen durften. Vielen, vielen Dank. In Hamburg-Harburg, of all places. Dann vielen herzlichen Dank. Ist echt eine geile Location da. Also man sollte vielleicht jedes Jahr so ein kleines Nebenops machen. Ja, wir haben tatsächlich schon überlegt, warum nicht jedes Jahr? Mal gucken. Ja, okay, dann kostet das aber auch Eintritt, ne? Also irgendwer muss das ja mal bezahlen. Dann haben wir noch einige andere Dankeschöns. Ja, an die Technik. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Namen alle aufführen, aber Hammerjob, wirklich. Ob das Streaming-Team, Monitore, Sound draußen. Licht. Hammer, weil wirklich in der Vorbereitung war das mit heißer Nadel genäht. Vielen, vielen aber Dank. Ich glaube, das hat alles super funktioniert. Ihr habt einen Hammerjob gemacht. Trotz der unzähligen E-Mails und bei uns dieser Unprofessionalität, sag ich mal, gestrickt, waren wir schon so ein bisschen nervös, aber ihr habt echt einen super, super Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Und auch natürlich ihr als Publikum an den Empfangsgeräten zu Hause, aber auch vor allem auch ihr hier. Das ist ja so eine Hammerparty geworden. Ich möchte aber noch mal betonen, alles 3G, das hat hier alles seine Ordnung. Genau. Also die sind alle getestet, geimpft oder genesen und das wurde auch kontrolliert. Das wollen wir ja mal nochmal sagen. Richtig. Ja, wo sind wir denn jetzt? Ach so, du wolltest doch noch, wolltest du nicht noch den Witz erzählen? Zu Ende, es gab doch noch einen zweiten Teil, oder? Ja, das ist eigentlich kein zweiter Teil, weil der Helmtiger, das war ja vorbei, weil da war ja klar, den kannst du dann irgendwann fangen wie ein Tiger. Ja, aber wie fängst du denn einen normalen Tiger? Das kann ich dir erklären. Wie fängt man einen Tiger? Ist eigentlich auch ganz einfach. Man braucht eine Streichholzschachtel, eine Pinzette, ein Fernglas und ein total langweiliges Buch. Ja, vier Dinge nur. Ich habe mitgezählt, vier Dinge. Vier Dinge, genau. So, und dann stellt man sich wieder an den Rand der Savanne und sagt so, wo lebt denn der Tiger? Und dann geht man dahin, der lebt wahrscheinlich in irgendeiner Höhle oder so. Man geht vor diese Höhle und setzt sich vor diese Höhle und wartet, dass der Tiger rauskommt, aber weil man da ja ein bisschen Langeweile hat, nimmt man dieses total langweilige Buch und fängt darin an zu lesen. Aha. Und schläft natürlich sofort ein. Der Tiger kommt aber irgendwann raus und denkt, ey geil, da sitzt ein Mensch, den fresse ich jetzt. Sieht aber dieses total langweilige Buch und denkt, na, ich guck vorher noch mal kurz da rein. Der guckt in dieses Buch und pennt auch sofort ein, weil das ja total langweilig ist. Jetzt ist man aber vorher eingeschlafen als der Tiger, deswegen wird man auch vorher wieder wach. Ah, okay. Da wird man wach und sieht da den schlafenden Tiger. Da nimmt man das Fernglas, dreht das aber um, also andersrum. Guckt da durch, guckt sich den Tiger an, da ist der Tiger so klein. Dann nimmt man die Pinzette, nimmt den Tiger, packt ihn in die Streichholzschachtel und dann hat man den Tiger gefangen. Ach du Jemini. Ja komm, ich weiß, ihr seid Hanseaten, aber selbst in Ostwestfalen finden wir den lustig. Jetzt lacht mal ein bisschen. Das ist aber auch, also für alle die noch nie beim Orange Blossom Special waren, wir haben den Ruf, die beschissensten Witze aller Zeiten zu erzählen. Absolut. Und den muss man ja auch verteidigen. Es gibt ja auch viel, wir sind ja oft der Meinung, irgendwie, dass der Witzeminister irgendwie anscheinend in Ruhestand gegangen ist, weil so viele gute gibt es gar nicht mehr auf dieser Welt. Ich kenne übrigens kaum jemanden, der von sich behaupten würde, dass er jemals einen Witz erfunden hat. Kennt ihr jemanden? Ich glaube, es gibt ein unterirdisches Witzeministerium.
ist nicht, um uns alle bei Laune zu halten. Aber wir schweifen ab. Wir haben aber schon mal ein oder zwei erfunden, aber vielleicht erzählen wir das die beim nächsten. Die waren aber auch nicht so gut. Ja. So, für die hier vor Ort Anwesenden noch eine Durchsage. Um 22 Uhr ist hier wirklich behördlich leider Schluss. Wir würden jetzt auch gerne mit euch noch so richtig lange feiern und das zu so einer Ops-Party machen, aber das geht leider nicht, weil da wird dann auch gleich abgebaut und schwupp, seid ihr alle zu Hause. Genau, so ist das halt. Habe ich schon erzählt, dass ihr das Tafelsilber des Menschengeschlechts seid? Was ist das denn her? Ah, ist geil, ne? Ist geil. Alter Schwede. So, jetzt. Vielleicht erwähnen wir kurz nochmal die Luftbrücke Kabul, für die wir gerne spenden wollten und hoffentlich gespendet haben. Das wollten wir eigentlich zwischendurch nochmal erwähnen, aber das war alles so vollgespickt und so zeitlich so gerafft irgendwie, dass es nicht so ganz hingehauen hat. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem noch auf dem Schirm. Macht ein paar Moneten locker und ja. Ja, und dann hoffen wir, dass wir uns alle Pfingsten 2022 in Beverungen im schönen Ostwestfalen bei uns im Garten wiedersehen. Das wäre wirklich, weil ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, als wir diesen Ops-Ersatz-Stream gemacht haben, war unsere Abmoderation ungefähr so, ja, das hat ja irgendwie Bock gemacht, das war ja ganz schön, aber wir hoffen, das war das letzte gestreamte Ops. Ja, das ist ja nicht so geworden. Hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr wieder gut geht. Genau. Tief durchatmen, dranbleiben. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Liebe zur Musik, zum Grand Hotel, zum Orange Blossom. Und jetzt wirklich als Abschluss ein Zitat von Bohren und der Club of Gore. Die Vögel des Kummers und der Bedrückung werden immer über euch fliegen. Dagegen könnt ihr nichts tun. Dass sie aber in euren Haaren Nester bauen und euch ins Gesicht scheißen, das könnt ihr verhindern. Gute Nacht. Gute Nacht. Liebe Freunde, jetzt reichet mir aber langsam ab in das Bett mit euch allen.